kommt ein neues Video von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Zwar ist meine Stimme schon seit ein, zwei Tagen weg, trotzdem möchte ich euch heute das Programm Stickies vorstellen. Was ist Stickies? Windows Vista und Windows 7 Nutzer haben ein kleines Add-on, also in der Sidebar von Windows Vista und Windows 7 haben sie Notizzettel, die man auf dem Desktop pinnen kann. Und bei Windows XP Nutzern kann man das Programm dafür verwenden, weil es das hier bei Windows XP noch nicht gibt. Stickies, da klickt man einmal drauf und dann hat man es. Jetzt aber, wie bekommt man das Programm? Das müsst ihr euch downloaden, dazu geht ihr einfach in euren Browser. Gebt dort Stickies ein. Dann findet ihr Chip und die Seite, glaube ich, von denen ist es. So, jetzt gehen wir auf die Chip-Seite. Hört doch schon, meine Stimme ist leicht weg, aber trotzdem möchte ich euch das Programm hier beibringen. So, jetzt könnt ihr hier zum Download klicken, das machen wir jetzt. Dann Download Server Chip Online. Warte einen Moment. Das Programm ist in Englisch, nicht in Deutsch, aber es ist ziemlich einfach. Habt ihr das heruntergeladen, müsst ihr das Ganze installieren per Setup. Und wenn ihr das installiert habt, dann findet ihr in der Taskleiste, bei mir ist das jetzt im Autostart, glaube ich. Ja, dann öffnet ihr so das Programm. Das geht ganz einfach, ihr klickt einfach dann das Symbol im Startmenü auf dem Desktop oder auch hier in der Taskleiste an. Und dann öffnet sich ein neuer Notizzettel. Und ja, der variiert dann in Größe, dann könnt ihr noch größer, kleiner und so weiter und so fort. Ja, also es ist ziemlich cool, da schreibe ich zum Beispiel YouTube-Video drehen, nicht vergessen. Und ja, es ist ziemlich cool, kann ich hier noch die Größe bestimmen und so weiter und so fort. Also ich finde es ziemlich cool, ein kleines nützliches Add-on für die ganzen Windows XP und andere Nutzer. Also das Programm ist jetzt für Windows, nicht für Linux. Hier seht ihr es, Windows 8.9 2000, Mi XP, Vista und 7. Obwohl ich eigentlich finde, Vista und 7 kann man das hier in der Sidebar nutzen. Kann man natürlich auch das, wenn man das lieber mag. Ich sag, bye, bis im nächsten Video von mir, Benjamin, auf Linux, Windows, Mac-Hilfe.